Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Ja, worum soll es heute gehen? Warum ist so lange nichts gekommen oder so wenig gekommen von mir? Hat folgenden Grund: Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich habe keine Zeit gehabt, ich musste arbeiten und sonstigen Stress. Das wäre allerdings gelogen gewesen. Liegt einfach daran, dass ich in letzter Zeit nicht wirklich die Muße hatte, irgendwas hochzuladen oder irgendwelche Videos zu schneiden. Wird sich jetzt in Zukunft aber definitiv ändern. Also ich habe auch vor, auf den Kanal jetzt mehr zu bringen. Nicht nur Urbags, sondern auch so Vlogs. Ich habe seit neuestem ein neues Kamera-Upgrade mir geleistet und die Kamera wird jetzt ja, so ziemlich immer und überall dabei sein. Ich bin viel unterwegs, bin auch an verschiedenen Stellen unterwegs und möchte euch da jetzt einfach mal auch mal öfters mitnehmen und da mal so in alter Vlog-Manier euch das mal ein bisschen näher bringen, sage ich jetzt mal. Wem das interessiert, der ist natürlich gerne eingeladen, das anzuschauen. Wen das nicht so interessiert, der kann natürlich bei den Urbex-Videos bleiben, die auch weiterhin kommen werden, nur eben nicht mehr so regelmäßig wie früher, weil mir zurzeit auch einfach, zumindest für Urbex, die Zeit und die Lust fehlt. Und ja, was ist jetzt in nächster Zeit geplant? Wir machen jetzt erstmal einen Städtetrip nach Prag. Da wird es einen Vlog geben. Dann eine verlassene Mine in der Tschechei wollen wir uns anschauen. Da werde ich euch natürlich auch mitnehmen. Und worauf ich mich am meisten schon freue, demnächst steht eine New York-Reise an. Auch da wird es natürlich Vlogs geben, die allerdings wahrscheinlich erst später online kommen. Also nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich in New York bin, sondern wahrscheinlich erst, wenn ich schon lange wieder zurück bin. Weil ich nur meinen kleinen Laptop mitnehme und auf dem großen Laptop das Schnittprogramm drauf ist. Beziehungsweise auf dem kleinen Laptop habe ich das Schnittprogramm auch drauf, aber nicht in dem Umfang wie jetzt auf dem großen Laptop. Und außerdem der große Laptop, da merkt man schon, dass der ein bisschen mehr Dampf unter der Haube hat. Der macht das schon um einiges besser mit dem Schneiden und Rendern. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das wäre jetzt eigentlich schon mal so ziemlich das Wichtigste gewesen. Wie gesagt, Videos sollen jetzt in Zukunft wieder öfters kommen. Es sollen auch Vlogs kommen, zusätzlich zu den Urbex-Videos. Wie schon gesagt, wem das gefällt, der ist gerne eingeladen und kann sich das anschauen. Wem das nicht gefällt, wer sagt, nee, Vlogs interessieren mich nicht oder mich interessiert nicht, wo der gerade unterwegs ist oder was der da gerade zu zeigen hat, der braucht es ja nicht anschauen, der kann gerne bei den Urbex-Videos bleiben. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wahrscheinlich fällt mir nachher wieder was ein, wenn ich das Video schneide. Was ich noch sagen wollte, aber jetzt nicht mehr dran gedacht habe, aber dann denke ich mal, dann wäre es auch nicht so wichtig gewesen. Also das Wichtigste müsste jetzt eigentlich gesagt sein. Ja, gut. Wie gesagt, ich wollte nur mal ein Lebenszeichen von mir geben, wollte euch die kleine Änderung oder Neuerung auf dem Kanal nochmal mitteilen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei eins der nächsten Videos. Bis dann, macht's gut. Ciao.